Hallo und herzlich willkommen im Sternstaub-Stunden-Podcast, deinem Podcast rund um die Themen moderne Spiritualität, Human Design, persönliche Weiterentwicklung, ganzheitliche Energiearbeit und all diese spannenden Themen. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Steffi und ich bin Holistic Human Design Coach und unterstütze wirklich Leute dabei, mit dem Wissen über ihr eigenes Design wieder voll und ganz in ihre eigene Kraft und Energie zu kommen und um wirklich das hier auf dieser Welt zu leben, wofür sie hier sind und wirklich einfach so, ja, damit ihr Ding zu machen. Ich freue mich wirklich riesig, dass du beim Sternstaubstunden-Podcast heute mit dabei bist. Und es ist ja auch eine kleine Premiere. Es ist nämlich die erste Meditationsfolge. Und ich spüre auf jeden Fall, dass ich gerade in diesen turbulenten Zeiten wieder ab und zu mal diesen Raum, diese Zeit brauche, um mich wieder mit mir selbst zu verbinden. Und diese Meditation, die ich heute mit dir teilen möchte, kam mir ganz, ganz spontan und war wie so eine Eingebung. Ich hatte einfach das Gefühl, dass sie heute in diesem Podcast nach draußen kommen darf. Und ja, freue mich ganz riesig, es jetzt mit dir teilen zu dürfen. Ja, für die Meditation brauchst du jetzt so 10, 15 Minuten Zeit und Raum und Ruhe für dich. Also dieser Podcast ist auch nicht dafür geeignet, beim Fahren zu hören oder wenn du unterwegs bist, dann ja, merk ihn dir einfach und mach ihn, wenn du einen ruhigen Moment hast, wenn du wieder zu Hause bist und machst dir dann für die Meditation einfach ganz, ganz gemütlich, am besten im Sitzen oder leg dich auch gerne dafür hin und achte einfach darauf, wie gesagt, dass du jetzt einfach die nächsten Minuten ungestört bist, um ganz bei dir ankommen zu können und ganz in deiner Energie sein zu können. Und wenn du es dir dann für die Meditation gemütlich gemacht hast, dich hingesetzt hast, dann achte darauf, dass deine Wirbelsäule gerade aufgerichtet ist, dein Kopf in einer Linie mit deiner Wirbelsäule ist und du jetzt hier sanft deine Augen schließen kannst und deinen Fokus nach innen richtest. Richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Nimm ganz bewusst wahr, wie der Atem einströmt, wie sich dein Brustkorb hebt, sich die Bauchdecke wölbt und der Atem wieder ausströmt, sich alles sanft absenkt, nur damit der Atem im nächsten Moment wieder einströmen kann. Und versuche jetzt hier auch wirklich ganz bewusst tief zu atmen, bis in den Bauch, bis in die Lungenflügel. Und durch diesen vertieften Atem nochmal mehr bei dir selbst anzukommen. Du kannst auch jeden Atemzug als Anker sehen, wirklich der Anker, im Hier und Jetzt ganz präsent zu werden. Und wirklich alles andere wird jetzt ein bisschen leiser im Hintergrund, deine Aufmerksamkeit ist nur im Hier und Jetzt, nur bei dir. So verfolgst du jeden Atemzug ganz gespannt, aufmerksam. Du kannst dir auch innerlich sagen bei jeder Einatmung, ich atme Entspannung ein. Bei jeder Ausatmung, ich lasse Anspannung los. Entspannung einatmen. Und alle Anspannung, die sich jetzt vor allem vom Außen auf dich gelegt hat, beim Ausatmen loslassen. All die Dinge, die du denkst, sein zu müssen. All die Aufgaben, die dir so wichtig erscheinen. All die Dinge, die im Außen zu groß sind. Ganz bewusst loslassen mit jedem Ausatmen. Und auch wenn jetzt noch Gedanken kommen, nimm sie wahr, drück sie nicht weg. Aber halt sie auch nicht fest, verhedder dich nicht in ihnen, sondern sieh sie einfach wie so eine Wolke, die im Himmel entlang zieht. Betrachte sie neugierig und dann lass sie aber auch wieder weiterziehen. Entscheide dich wieder, den Fokus auf deine Atmung, auf dich zu richten und nicht mit den Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu sein, weil all das spielt jetzt gerade in diesem Moment, wo du jetzt hier sitzt, gar keine Rolle. Und spür auch gern jetzt hier nochmal ganz bewusst
in deinen Körper hinein. Nimm wahr, ob du auch Anspannung auf der körperlichen Ebene gerade noch festhältst. Vielleicht die Kiefermuskulatur oder die Schläfen, wo du dich vielleicht festgebissen hast und was festbeißt, festhältst. Nimm es einfach gerade erstmal wahr, vielleicht auch der Nacken-Schulter-Bereich, wo du das Gefühl hast, du trägst so die Verantwortung oder die Welt auf deinen Schultern, all diese Schwere, die sich da breit macht und bemerkbar macht. Und vielleicht auch der Bauchraum oder der untere Rücken, wo du das Gefühl hast, dass da kein Platz ist zum Atmen. Die Hüften, wo du merkst, oh, da fehlt dir vielleicht gewisse Flexibilität oder es fühlt sich gerade einfach angespannt und schwer alles an. Spür jetzt hier einfach mal rein und dann lenke den Atem genau an diese Stellen, wo du die Anspannung noch merkst. Kreiere so beim Einatmen mehr Raum, Liebe, Leichtigkeit, genau an diesen Stellen, als ob du so sanft darüber streichst mit deiner Aufmerksamkeit, mit deinem Atem. Und beim Ausatmen kannst du dir auch vorstellen, wie die Anspannung aus deinem Körper fließt. Gerne wie so dunkle Farbe, Widerstand, sich das bei dir jetzt auch bemerkbar macht. Beim Ausatmen kann sie entweichen, rausfließen. Beim Einatmen der Luft, Liebe, Leichtigkeit, vielleicht auch ein helles Licht, Weiß-Gold, was sich breit macht im Körper, was Entspannung bringt. Und beim Ausatmen alle Anspannung wieder loslassen, raus aus dem Körper fließen, nicht mehr daran festhalten. Du merkst, dass ohne dass du großartig was im Außen verändert hast, sich doch ganz, ganz vieles im Inneren geschiftet hat. Du merkst jetzt auch, dass die Kiefermuskulatur entspannter ist. Der Nacken, Schulterbereich ist entspannt, leicht. Es ist das Gefühl, dass du das Päckchen abgeben durftest gerade. Die Bauchdecke ist auch ganz entspannt und auch im unteren Rücken macht sich so eine warme Leichtigkeit breit. Und spür auch nochmal, ob du noch ein bisschen Anspannung auch nach unten abgeben darfst. Spür nochmal rein, wie du jetzt gerade hier getragen wirst. Durch die Schwerkraft, durch Mutter Erde. Schau, ob du hier noch was von dir abfallen darf in diesem Moment. Mit dem Bewusstsein, du bist sicher, du bist hier getragen, du bist gut aufgehoben. Du musst gar nichts dafür machen, sondern du darfst einfach loslassen. Wenn du dann das Gefühl hast, dass du voll und ganz bei dir bist, dann nimm auch einmal wahr, was für eine Energie in deinem Körper fließt, wenn er ganz entspannt ist, wenn all das aus dem Außen abfällt. Welche Energie bringst du mit? Wie fühlt sich das an? Und verbinde dich jetzt hier auch mal ganz bewusst mit deinem Design. Mit deinem Human Design, mit dem, was du darüber weißt, mit deiner ureigenen Energie. Spür einmal rein, vielleicht ist es dein Sakralzentrum, wo du merkst, oh, da liegt eigentlich so viel Kraft und Feuer. Vielleicht ist es deine Kehle, wo du merkst, oh, da könnte ich noch so viel mehr meine Wahrheit sprechen, da liegt meine Kraft, da liegt meine Umsetzungsstärke, meine Wahrheit. Vielleicht auch die Milz, die Intuition, die sich bemerkbar macht, wo du weißt, du bist einfach ganz unglaublich intuitiv in deinem Sein. Vielleicht auch die emotionale Welle, die dich so mitreißend macht, die dich so charmant macht, warmherzig, die dich aber auch manchmal mit in ihre Tiefen nimmt und dir zeigt, was es heißt, menschlich zu sein, all diese menschlichen Emotionen wahrzunehmen, die wir haben. Vielleicht spürst du auch dein Herz, die Willensstärke, die Motivation, die Liebe, die du hier in die Welt bringst. Oder die Krone, den Verstand, wo du weißt, du bist hier, um auch
Inspiration zu sein, um Klarheit zu geben, um Struktur zu geben, um die Welt zu verstehen auf deine Art und Weise und das hier nach draußen zu tragen. Geh einfach mal ganz bewusst rein, wo deine Energie ist. Und verbinde dich mal mit den Stärken deines Energietyps. Was sind die Eigenschaften, die mit dir am meisten resonieren, wenn du dich mit deinem Design auseinandersetzt? Wo spürst du es gerade die meiste Wahrheit für dich dahinter? Vielleicht auch das größte Wachstum? Was darfst du dann noch entdecken? Was darfst du dann noch mehr nach draußen bringen? Noch mehr leben? Und vor allem auch wertschätzen. Und dann fasse jetzt hier heute den Entschluss, genau diese Stärken, genau diese Eigenschaften zu nutzen, um die Welt hier zu einem besseren Ort zu machen und genau deine Energie nach draußen zu tragen. Um mit deinem Weg auch andere zu inspirieren, aufzurichten, größer zu machen. Um dich einfach authentisch zeigen zu dürfen, genau so wie du bist. Sei es als Reflektor, als Spiegel deiner Umwelt. Sei es als MG, als Powerpaket, als Manifesto, als Generator, Projektor. Wir brauchen genau dich mit deiner Energie, so wie du auf diese Welt gekommen bist. Also spür mal rein, was du dir jetzt noch mehr erlauben darfst, zum Ausdruck zu bringen. Was möchte durch dich hier auf dieser Welt zum Ausdruck gebracht werden? Und spür auch gerne mal rein, welche Widerstände du noch hier auflösen darfst. Was kommt gleich nach oben? Welches Aber zeigt sich hier, wenn du dir das erlauben möchtest? Zeigt sich eins? Und wenn ja, darfst du das noch transformieren? Ganz bestimmt. All diese Glaubenssätze, die dich noch davon abhalten, in deine Größe, in deine Energie zu kommen, die zeigen dir auch einfach nur, wo jetzt gerade dein größtes Potenzial liegt, wo du hingucken darfst. Und nimm auch diese dankend an. Nimm sie wahr. Und bedanke dich dafür, dass sie dir zeigen, wo du jetzt gerade noch wachsen darfst, wo du noch mehr zu dir finden darfst. Und dann verbinde dich hier nochmal mit der höchsten Version von dir selbst, mit deinem Higher Self, in deiner Energie, mit der Zufriedenheit der Generatoren, mit dem Erfolg der Projektoren, dem Sinn für Überraschung der Reflektoren. Oder den Frieden der Manifestoren, verbinde dich nochmal damit. Wie fühlt sich das für dich an? Was musst du dafür in deinem Leben noch shiften? Welche Gedanken darfst du noch shiften? Womit darfst du dich jetzt verbinden? Was zeigt sich hier? Dann leg jetzt hier auch gerne deine Hände auf dein Herz, auf deinen Brustkorb. Binde dich hier nochmal mit deinem Monopol, der dir die Richtung weist in diesem Leben, der dich genau zur richtigen Zeit an den richtigen Ort bringt, der die richtigen Menschen in dein Leben bringt, der auch diese Liebe, diese Verbindung, diese Identität gibt in diesem Leben. Verbinde dich hier nochmal mit diesem Gefühl der Verbindung, Verbindung zu dir selbst, Verbindung zu deiner Richtung, deiner Energie, deinem Weg. Bedanke dich auch gerne hier für diese Vision, die sich jetzt gerade gezeigt hat. Vielleicht auch für all diese, auch für die Hindernisse, die sich noch gezeigt haben. Gib dir jetzt einfach selbst das Versprechen, genau diese höchste Energie nach draußen zu tragen, der Welt zu zeigen, wofür du hier bist und deinen Beitrag auch zu leisten. Damit einfach alle noch mehr in ihr Strahlen kommen dürfen und sich noch mehr erlauben, ihre eigene Energie zu leben.
Dann nimm hier gerne nochmal ganz bewusst einen tiefen Atemzug, atme nochmal ganz tief bis in den Bauch ein, fülle dich hier mit Sauerstoff. Atme nochmal ganz bewusst tief aus. Lass nochmal alles los, was jetzt hier gerade losgelassen werden darf. Dann komm so langsam mit deinen Sinnen wieder im Hier und Jetzt an. Nimm den Raum um dich herum wahr. Die Energie um dich herum, die Geräusche, die Gerüche, die Temperatur im Raum. Fang an, deine Hände, deine Schultern, deine Füße leicht zu bewegen, in sanften Bewegungen. Und wenn du dann soweit bist, kannst du auch wieder sanft deine Augen öffnen, um mit allen Sinnen im Hier und Jetzt anzukommen. Willkommen zurück aus der Meditation, aus der Verbindung, ja, mit dir, deiner Energie, die Verbindung, die natürlich auch immer da ist, auch wenn du nicht meditierst, sondern die du einfach auch im Alltag immer mitbringst. Aber manchmal kann es einfach helfen, wenn wir mal einen Moment das Außen ein bisschen leiser werden lassen und uns einfach mal mit uns selbst verbinden, einen Moment nehmen, um einfach wirklich in diese tiefe Verbindung zu gehen. Und ich hoffe, du konntest ja diese Energie fühlen, diese wundervolle Energie, die du mitbringst auf diese Welt, die wir wirklich genau so brauchen, wie du hier bist. Und da ist nichts falsch gegangen, da ist alles richtig mit. Du bringst genau die Energie mit, die dich in diesem Leben auch, ja, die dir das größte Wachstum ermöglicht, aber die auch dem Kollektiv, würde ich sagen, das größte Wachstum ermöglicht. Und deswegen, ja, versuch auch wirklich diese Vision davon, wie du diese Energie in dieser Welt nutzt, nach draußen zu tragen und dir zu erlauben, da keine Abstriche mehr zu machen, sondern zu sagen, hey, das bin ich, das ist meine Energie und die möchte gelebt werden und ich vertraue darauf, ich vertraue, ja, einfach auf meine Intuition, ich vertraue auf mein Bauchgefühl, auf mein Herz, auf darauf, was durch mich zum Ausdruck gebracht werden darf. Und das ist so das größte Geschenk, was du in meinen Augen einfach für dich selbst machen kannst, aber auch für die Welt machen kannst. Und ja, jetzt möchte ich gar nicht mehr ganz so viel dazu sagen, sondern danke dir einfach nochmal für dein Sein, dass du hier bist. Vergiss niemals, du trägst wirklich das ganze Universum in dir. Du bist ein Geschenk, genauso wie du auf dieser Welt bist. Und ja, verbinde dich immer wieder damit, mit deiner Energie. Und ja, wenn du Lust hast, auch mehr darüber zu lernen, schau auch gerne nochmal auf meiner Website vorbei. Hol dir da auch den kostenlosen Typenguide, wenn du meinst, brauchst du nochmal mehr Input oder wenn du auch schon tiefer gehen magst, schau auch gerne bei den anderen Angeboten vorbei. Im November startet ja auch nochmal die Masterclass, wo wir wirklich so in die Tiefen der Energie eintauchen werden, des Designs eintauchen werden. Und schau da gerne vorbei, aber sonst würde ich einfach sagen, ja, hab einen wundervollen Tag, morgen, Abend, Nacht, wann auch immer du diese Meditation gehört hast, gemacht hast. Und ich sende dir ganz, ganz viel Liebe. Deine Steffi.